SEER Engineer ist eine der leistungsfähigsten Statik- und Bemessungssoftwares auf dem Markt. Es ist eine fortschrittliche Software auf professionellem Niveau mit einer revolutionären Benutzeroberfläche, die Ihre Arbeit auf die nächste Stufe hebt. Nachdem Sie diese nun heruntergeladen haben, können wir loslegen. Sobald Sie die Software gestartet haben, öffnet sich automatisch das Projektmanager-Fenster und Sie können ein neues Projekt erstellen oder ein aktuelles Projekt, falls vorhanden, auswählen. Zunächst möchten wir Ihnen die Arbeitsweise von SEER Engineer vorstellen. Dank modernster Ergonomie brauchen Sie 75% weniger Zeit und 20% weniger Mausklicks. Sie werden eine Stunde pro Tag sparen. Die SEER Engineer-Oberfläche besteht aus 8 Komponenten. Der 3D-Modellbereich, der fast 100% des Bildschirms einnimmt. Die Eingabestation, über die Sie alle Elemente des Modells eingeben können. Die Arbeitsstation, mit der Sie das Modell modifizieren können. Das Hauptmenü, welches für alle aktionsbezogenen Elemente verwendet wird. SEER Eingabezeile, eine intelligente Suche und eine Befehlszeile als Herzstück der Benutzeroberfläche. Die Statusleiste, wichtige Werkzeuge, die ständig sichtbar sind. Das Eigenschaftspanel, in dem die Eigenschaften ausgewählter Elemente überprüft und bearbeitet werden können. Und schließlich die Ansichtsleiste und der Navicube, mit denen Sie steuern können, wie das Modell angezeigt wird. Wir sind bereit, eine einfache Struktur einzugeben. Klicken Sie auf Neues Projekt. Wählen Sie einen Projektnamen. Wählen Sie die Norm, in der Sie arbeiten möchten. Und gegebenenfalls den nationalen Anhang aus unserer umfangreichen Liste. Wählen Sie dann die Materialien für das Projekt aus. Zunächst können Sie ein Raster auswählen. Und die Abmessungen an das Projekt anpassen. Es dient als Leitfaden, aber Sie sind nie durch es eingeschränkt. Jetzt sind wir bereit, einige Stützen einzugeben. Wählen Sie in der Eingabestation die Stütze aus. Hier können wir in die Querschnittsbibliothek springen und die gewünschten Querschnitte einfach in die Bibliothek für dieses Projekt aufnehmen. In den Eigenschaften stellen wir die Abmessungen auf 300x300 ein. Definieren Sie die Länge und verwenden Sie dann die Fangrasterpunkte, an denen wir die Stützen platzieren wollen. Fügen wir nun eine Betonplatte hinzu. Klicken Sie auf 2D-Platte. Definieren Sie die Dicke und zeichnen Sie die Platte. Verwenden Sie eines der Kurvenwerkzeuge, um eine gebogene Platte zu zeichnen. Auf dieselbe Weise können Sie der Struktur weitere Teile hinzufügen. Es benötigt nun einige Auflager. Wählen Sie Knotenauflager. Wählen Sie den Typ und die Freiheitsgrade. Wählen Sie dann die Knoten aus, um die Auflager hinzuzufügen. Wir können jederzeit mit der Erstellung des Berechnungsprotokolls beginnen, indem wir Informationen an dieses übermitteln. Erstellen Sie als nächstes Ihre Lastfälle. Das Eigengewicht wird automatisch erzeugt. Richten Sie die anderen Lastfälle ein. Lassen Sie uns einen Einwirkungstyp auswählen. Nun können Sie die Lasten hinzufügen und den Kraftwert eingeben. Lastkombinationen werden automatisch erstellt. Wir sind bereit zum Rechnen. Definieren Sie die FE-Netzgröße für das Projekt und drücken Sie dann auf Ermitteln. Beginnen wir mit den 3D-Verformungen, um diese zu überprüfen. Klicken Sie auf Aktualisieren. Wenn wir damit zufrieden sind, können wir es an das Berechnungsprotokoll senden. Der gleiche Ansatz kann verwendet werden, um jede Art von Ergebnissen anzuzeigen. Zum Beispiel Reaktionen, 1D-Schnittgrößen und 2D-Schnittgrößen. Nun haben wir unser vollständig anpassbares Protokoll.
Alles, was wir dorthin geschickt haben, ist bereits enthalten, aber es kann bearbeitet werden. Und Sie können Kapitel, Kopf- und Fußzeilen, Stile, Bilder, Tabellen und mehr hinzufügen. Und machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie zum Modell zurückgehen und dieses ändern müssen. Mit nur einem Klick können Sie Ihr Protokoll aktualisieren. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf CR Engineer. Aber es kann noch viel mehr, wie zum Beispiel Stahlbetonbemessung und Stahlbemessung, fortgeschrittene Modellierung und Vernetzung, dynamische Analyse, Vorspannungen und Bauphasen sowie fortgeschrittene BIM-Unterstützung. So können Sie Modelle einfach mit gängigen CAD-Programmen wie Allplan, Revit, Tekla Structures und anderen austauschen. Wie bei allem Neuen gibt es viel zu lernen, um es zu beherrschen. Sie sind jetzt bereit, es auszuprobieren. Üben Sie mit unseren eingebauten Tutorials, auf die Sie über das Hilfemenü zugreifen können. Weitere Einführungsvideos und Tutorials finden Sie auf unserer Erste-Schritte-Seite. Und noch mehr gibt es in unserer Learning Zone. Und zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren. Viel Spaß beim Entdecken von CR Engineer.